gerne noch spielen und es heißt Utopie. Ich will eine offene und solidarische Gesellschaft. Das ist meine Utopie. Und letztlich will ich auch eine offene und solidarische Weltgemeinschaft. Und ich weiß, das ist ganz weit weg. Aber man braucht Utopien, um sich dafür belächeln zu lassen wahrscheinlich und um irgendwie zu wissen, in welche Richtung man gucken möchte und gehen möchte. Und ich glaube, dass wir alles nationalistische Denken und natürlich auf jeden Fall alles völkische Denken absolut hinter uns lassen müssen und aber auch eigentlich Nationalstaaten vielleicht irgendwann mal ein Konzept von gestern geworden sein werden. Nee, warte mal, wir sein werden. Ja, das ist eine Utopie. Und in diesem Lied habe ich mir auch ein bisschen Gedanken über Europa gemacht. Und ich bin eine glühende Pro-Europäerin, was es angeht, das Überkommen von nationalstaatlichem Denken. Allerdings ist es auch ein Verbund, der sich nach außen abschottet und in dem jeder versucht, den eigenen Vorteil zu maximieren. Naja, da ist noch viel zu tun. Jedenfalls in dem Lied kommt Brüssel vor und jetzt haben wir so ein bisschen Kontext dazu. Es gibt Kaufhäuser und Wahlen und im Wellenbach gibt's Wellen. Es gibt Arbeitslosenzahlen und im Stellenmarkt gibt's Stellen. Es gibt Normen und Tarife und die Charts und die Show. Und Zölle und Patente und Geld gibt's sowieso, denn die Welt ist was Gemachtes. Und du kriegst deine tägliche Kopie. Die Welt ist was Gemachtes. Ist da und da hinaus Notwendigkeit und der Rest ist der Rest ist Utopie. Es gibt die Krise und Kredite und Profite und Patente und die Rente und die Grenze und die Reisedokumente. Hundesalons und ein Halsband für Schweine. Und das ist, warum ich meine, die Welt ist was Gemachtes. Ein trommelnder Hase aus Plastik, mit Zahnrad und Batterie. Die Welt ist was Gemachtes. Ist da und da hinaus Notwendigkeit und der Rest ist Utopie. Zahlungsbestimmung und dafür ein Formular. Es gibt Mahnungen und Fristen und das Abrechnungsjahr. Fernsehen und Statements, die allen gefallen. Und Banken und Ämter und alles in allem. Habe ich viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu wenig Wut. Ich habe viel zu viel Ärger und viel zu wenig Mut. Ich habe viel zu viel Ärger. Ich erkläre meine Steuer und sie erklärt sich mir nicht. In Brüssel sitzt ein Ungeheuer, das in Rätseln zu mir spricht. Ich verstehe hier so viel. Geld ist Tyrannei, es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, es geht um die ganze Bäckerei. Du lebst deine tägliche Kopie. Die Welt ist was Gemachtes. Ist da und dahin aus Notwendigkeit und der Rest ist Utopie.